letzte 1600er Auto. Dann kommt die größte und am ausgeglichenste, wohl auch besetzte Klasse, was die Spitze angeht. Am Start wartet der Meister von 2012 in der ADMV Rallye 200 Meisterschaft, der Spitzenreiter der großen ADMV Rallye Meisterschaft, Jan Rösner aus Zschopau mit Stefan Weigel aus Markersbach. Suzuki Swift 1300, das ist ein schneller Mann. Der wird den frontgetriebenen Suzuki hier richtig um den Kurs setzen, wie ich ihn kenne. Also, angefahren, ran, Handbremse gezogen und rum. Jan Rösner aus Zschopau, ja, das hat klasse funktioniert. Schön in Schwung geblieben. Kommt die Enge links, rechts. Schön eng genommen. Anlauf für die lange rechts am Ende der Runde. Eine Runde geschafft. Der Rösner kommt weit aufs Grün. Und er arbeitet wild am Lenkrad. Das kann ich hier so nicht so sehen. Hier toll sehen. Gut um die Spitzkehre rum. Immer schön den Schwung gehalten. Ja, mein Sprecherkollege Martin Kasten sagte mal, der Jan Rösner, das wäre doch einer, dem hätte mal ein Sponsor Mitsubishi hinstellen sollen. Aber er kann halt nur das in Rallye-Sport investieren, was beim normalen Arbeiten dann an Taschengeld übrig bleibt. Jan Rösner und Stefan Weigel in der letzten Runde. Gut sieht das aus, was die machen. Das ist in der 1300er Klasse sicher hart zu gehen. Wenn auf die nächste kommen, sind alles andere als Nasbohrer. Markus Buschmann und Marcel Heuer, Meister in ADMV Rallye Sport 2009 und dieses Jahr Vizemeister direkt an der Stoßstange von Jan Rösner. Das wird ein hartes Duell, Mann gegen Mann. Markus Buschmann und Marcel Heuer, die beiden Fahrer aus Hartenstein, jetzt am Start mit ihrem Nissan Micra. Gleich geht's los. Der eisblaue Nissan mit etwa 120 PS. Buschmann dann aus der Staubwolke wieder raus. Jetzt ja, versucht eine ganz andere Technik. Keine Handbremse, sondern den größtmöglichen Bogen. Das wird hochinteressant werden. Markus Buschmann mit einer extrem sauberen Linie. Jan Rösner mit einer aggressiven Kampflinie. Das wird richtig spannend. Markus Buschmann fährt hier mit der Startnummer 75. Gestern Abend ist ihm eingefallen, wenn man schon mal Meister ist, wohnt in Hartenstein, dann sollte man vielleicht auch ins Schneeberg zur Rallye kommen. Und kurzer Anruf und dann die Meldung. Alles klar, wir nehmen dich noch, auch nach dem Entschluss. Es hat 5 Teams abgesagt. War noch ein kleiner Platz frei geworden. Markus Buschmann jetzt auf den letzten drei Kurven. Einmal links, dann nochmal rechts und dann links raus ins Ziel. Und wir werden dann anschließend den dritten Favoriten der 1300er Klasse sehen. Im VW Polo Lars Meyer aus Bernsbach und der Co-Pilot bei ihm in diesem Jahr neu, Andreas Weißflog aus Lautern. Ein blitzweißer VW Polo, mit dem er voriges Jahr schon in der deutschen Rallye-Serie ganz weit vorne war und die Vizemeisterschaft der ADMV Rallye-Meister in der Rallye-Meisterschaft geschafft hat. In diesem Jahr liegt er halbzeit auf Platz 3 in der ADMV Rallye-Meisterschaft.
Das war ja jetzt eher ein Asphaltfahrer. Schotter ist nicht so unbedingt seine Welt, aber bei Rallyefahren ist das natürlich eine Geschichte. Sie wissen, wir müssen sehen, wie es kommt. Wir hatten letzte Woche mit der Lausitz Rally 200 eine neue Schotterveranstaltung hier im Osten Deutschlands. Hat organisatorisch und von Strecken wirklich super geklappt alles. Waren allerdings, denn es gibt halt mehr Fahrer, die auf Asphalt unterwegs sind. Es waren mit 50 Teilnehmern nicht ganz so viele Fahrer wie hier in Schneeberg. Ich glaube, der letzte Stand beim Start war dann 64 Autos stehen am Start. Also bei der Starterzahl kleiner Vorteil für Schneeberg. Ich hoffe, dass sich beide neuen Rallyes gut entwickeln. Und da ist Lars Meyer, der Polo, kurz vor den Betonblöcken hinten ausgebrochen. Er wollte korrigieren und dann in diese Betonmauern auf ihn zugerast. Und da hat er die Notbremse gezogen, hat mit allen vier Rädern gebremst bis zum Stillstand. Vorteil, keine Beule am Auto. So eine Betonmauer hält eine Polo locker stand. Aber eben auch 3-4 Sekunden Zeitverlust, weil er neu anfahren musste. Ein Suzuki, ein Nissan, ein Polo und jetzt ein Nachzügler aus der 1600er Klasse. Der hätte eigentlich vor 5-6 Minuten hier sein sollen, Alexander Weigel und Ricardo Mielke aus Grünheim. Mit einem etwas betagten Peugeot 205 GTI. Vielleicht mussten sie irgendwo mal basteln und sind deswegen zu spät dran. Jetzt zurückgefallen mitten in die 1300er Klasse. Die Verspätung wird nicht allzu schlimm bestraft, aber ein paar Strafsekunden gibt es natürlich schon, wenn man nicht pünktlich da ist. Alexander Weigel sehe ich nach 4 Jahren Pause das erste Mal wieder. Wieder früher war er im Golf unterwegs. Heute ist er mit dem Peugeot unterwegs. Der gehört einem Grünheimer Clubmitglied. Wir haben sich abgesprochen. Heute darf ich ihn mal fahren und der Eigentümer wird dann vielleicht beim Heimspiel in Grünhain am 31. August, das können Sie schon mal merken, den Peugeot vielleicht fahren. Ja, er fährt hier aber relativ gut. Hier war er zu weit hin, hat den Erdball ein bisschen mitgenommen und dann hebt es ihm natürlich das Kurveninnere Vorderrad hoch und hat ihn gleich auch ein bisschen nach außen gewuchtet. Das hat wieder Zeit gekostet, aber die Handbremswende war hübsch. Also Alexander Weigel und Ricardo Mielke auf den letzten Metern auf unserer Mauersee. Und es geht mit den Grünheinern weiter. 44, das sind Tobias Edelmann und Peggy Holm vom Grünheiner Club und die stammen auch aus Grünhain. Aber zur Rallye reisen sie immer von ihrer Arbeitsheimat in Österreich aus Tirol an. Beide haben dort Arbeit gefunden und reisen dann zu den sogenannten Heimspielen immer mal
als 600 Kilometer an. Die Auto ein Skoda Felicia, 1300 Kubik, die Kleinmaschine, etwa 110 oder 15 PS. Und wir sind schon seit einigen Jahren mit diesem Auto auf den Pisten unterwegs. Übrigens nicht nur im Erzgebirge. Sie haben auch schon internationale Einsätze hinter sich in der Tschechischen Republik bei der Rallye Lužické hory auf der tschechischen Seite des Zittauer Gebirges, beim Rajka Konoski in Polen, im früheren Schlesien und auch in Österreich. Und das eben hat schon die ein oder andere Rallye bestritten. Kämpfte sich die letzten Meter durch den Staub auf dem Lindenplatz. Gleich hat er es geschafft. Und in den gleichen Farben, orange und schwarz, steht schon das nächste Auto bereit, ein Nissan Micra. Von der Speed Factory, der Factory-Chef Sven Uhlmann auf der rechten Seite als Co-Pilot. Er ist in dem Auto gelegentlich auch am Lenkrad. Und hier ist ein junger Mechaniker aus seinem Stall dabei. Tobias Franke aus Pöhla bei Schwarzenberg. Frank ist 23 Jahre jung, hat mit dem Quad angefangen und ist jetzt umgestiegen. Bei der Osterburg Rallye hat er den Förderpreis des Rallye-Magazins gewonnen. Er besitzt zwar nur, ich sag mal, nur einen 100-Euro Gutschein für Rallye-Teile, aber bei den jungen Leuten sind ja auch 100 Euro etwas, und was viel wichtiger ist, da kommt man mal im Rallye-Magazin und da wird vorgestellt und hat mal ein paar Schlagzeilen. Damit kann man mal zum Sponsor gehen und zeigen, dass man auch mal mit dem Auto in die Zeitung kommt. Tobias Franke, Sven Ulrich, hier mit dem Nissan Micra, etwa 110 PS stark. Die zweite Runde beendet, einer noch rum und Feuer, ein kräftiger Drift mit dem Fronttriebler und aber es ist seine erste richtige kontinuierliche Saison. Da fährt er in seinen eigenen Staub rein. Alles gut gegangen. Rechtsrum, linksrum. Und dann hat er die erste Hälfte der ersten ADMV Silberstrom Rallye geschafft. Ein Kilometer noch bis zum Gewerbering und dann gibt es halt ein paar Minuten Pause, Zeit eine Bratwurst zu essen, Zeit ein bisschen Sprudel zu trinken, Zeit zur Toilette zu gehen und dann geht es weiter. 46, André Dasser und Enrico Becher in Polo Coupé. Noch ein Team vom FC Grünheim. André Dasser, ja, fast ein Einspiel, er kommt aus Rampenstein. Enrico Fischer kommt aus Raschau. Auch die beiden sind eher Asphaltspezialisten, aber hier ist es schon mal laut. Es gibt keine Schwierigkeiten vom Fahrwerk her. Und mit ein bisschen Mut kommt man hier über die Strecken gut rüber. Das Schöne ist, dass auf dem Außenring nach außen hin keine Steine, keine Hinkanten, keine Verteilerkästen oder andere Hindernisse gibt. Da kann man das Auto ruhig mal schön fliegen lassen. Innen ist es eng und wenn es eng ist und ganz langsam zugeht, da haben die Rallye-Fahrer eh keine Angst. Eine Runde noch für die beiden. Ja.
Weiter geht's, der nächste Wagen kommt schon. Ein Suzuki